weiter in unserer kleinen Serie oder in unserer Serie Mystik des Alltags. Und hier das Thema Ankommen, nach Hause kommen. Kennst du das Gefühl in deinem Leben, dass du an einen Ort kommst oder zu einer Person gehst oder plötzlich auf die Straße trittst und das deutliche Gefühl hast, du bist angekommen? Du bist nach Hause gekommen und du fragst dich in diesem Moment, vielleicht, das ist doch gar nicht mein Zuhause, nicht das typische Zuhause. Mein Zuhause sieht ja ganz anders aus oder auch ein Heimatgefühl kommt vielleicht durch eine besondere Landschaft, durch ein besonderes Land oder eine Kultur, sondern es ist dieses deutliche Gefühl, jetzt komme ich gerade an. Und das Gefühl hält natürlich nicht an. Schön wäre es, wenn man das Gefühl dann trägt oder wenn es einen weiter trägt und man sagt so, ja, das ist jetzt wirklich mein Ort, wo ich ankomme. Ich meine, wir haben immer wieder im Leben solche Erlebnisse, dass wir besondere Urlaubsorte mögen oder Landschaften oder eben auch Menschen oder deren Wohnungen. Dieses Gefühl, das ich meine, ist tatsächlich eher so ein mystisches Gefühl. Das macht ja den Charakter des Mystischen aus. Es ist nicht unbedingt erklärbar. Es ist nicht im Sinne einer Gewohnheit, einer Habituierung, nicht im Sinne eines Familiären. Natürlich fühlen wir uns auch, wenn es gut geht, einigermaßen gut geht in unserem Leben und unserer Familie wohl. Sondern es ist tatsächlich dieses nicht zu beschreibende, erklärende Gefühl, jetzt bin ich angekommen. Und es hält, wie gesagt, nicht an, sondern es ist etwas natürlich temporäres, es ist zeitlich begrenzt, dieses Gefühl hält sich nicht. Aber es ist das deutliche Gefühl, ich bin angekommen, vielleicht sogar endlich angekommen. Es ist also dieser Durchbruch von dem, was wir uns als Menschen ja oft wünschen oder was wir geradezu anstreben. Ich möchte jetzt ankommen, nicht ein ewiger Suchender bleiben, eine Suchende bleiben und immer wieder rumsuchen und suchen und wie viel Zeit verwenden wir in unserem Leben dafür, etwas zu suchen und vielleicht dadurch zufrieden zu werden und all das, sondern es ist dieses plötzlich einbrechende Gefühl, jetzt bin ich gerade angekommen. Und das ist das Mystische an der Sache. Und ich denke, das kennen viele Menschen, wenn sie einigermaßen bewusst sind, zu sagen, ja, da war das deutlich. Dieses Gefühl an dieser Stelle, an diesem Ort, bei dieser Person und so weiter. Und sie können es sich nicht erklären. Sie haben eben aber, seitdem sie das erfahren haben, einen Geschmack, einen Sinn entdeckt von etwas, was ganz tief in uns als Menschen verborgen ist. Also etwas, was uns tatsächlich dieses Ankommensgefühl, dieses absolute Heimatsgefühl, dieses Bekanntheitsgefühl offenbart. Das heißt, wir können daraus schließen, es muss ja irgendetwas geben in uns, also in dem tiefen Unterbewussten etwas geben, was damit rechnet und was so etwas erkennen kann und bemerkt, dass das gerade stattfindet. Und das heißt, wenn wir weiter darüber nachdenken, es muss ja eine Ebene vorhanden sein, die auch immer vorhanden ist, die uns aber nicht immer zugänglich ist, von der Bewusstheit her, vom Bewusstsein her zugänglich ist, die aber sich immer mal wieder zeigt, so wie sich dann eben die Wolken öffnen am Himmel und ich sehe ein Stück blauen Himmel und ich sehe, hinter den Wolken ist etwas. Da verbirgt sich etwas, es ist nicht sichtbar, es ist zugehangen von den Wolken, aber da ist etwas, nicht, was auf jeden Fall da ist. Also es ist dieses deutliche Gefühl, da ist etwas. Und das ist also etwas nicht Substanzielles natürlich, sondern es ist eine Feeling-Ebene, intuitive Ebene, die entsteht. Und das ist interessant, dass wir das als Personen, als Menschen immer wieder erfahren können, ohne dass wir es unbedingt anstreben oder daraus ein Konzept machen, wie das funktioniert, sondern es bricht in unser Leben ein und das macht eben Mystik aus. Die Mystik wird dadurch entsteht dadurch, dass wir es eben nicht erklären können, nicht nachvollziehen können, nicht wiederholen können und all das. Das ist interessant.